Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem sehr wichtigen Webinar. Unser Thema heute heißt die fünf wichtigsten Aktienscans für Trader und eine Top-Routine. Ich habe aus meinem gesamten Repertoire als Profitrader Ihnen die fünf Aktienscans herausgesucht, die ich wirklich täglich und wöchentlich auf jeden Fall durchführe, die ich einfach brauche, um erfolgreich handeln zu können. Es gibt noch viele weitere Aktienscans, Trading-Strategien und Handelssignale, aber diese fünf sind für mich die Basis. Sie sind die Basis meines Erfolges. Und in den nächsten Wochen werden wir mehr auf die Spezialisierungen eingehen, aber heute besprechen wir einfach die fünf wichtigsten. Das heutige Webinar wird wie immer präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Börse Stuttgart. Die Börse Stuttgart ist der bevorzugte Handelsplatz von Trader Fox. Und wenn Sie vielleicht ein Zertifikat auf einen Trader Fox Index kaufen wollen, dann machen Sie doch das bitte über Stuttgart, denn Sie wissen, Derivate handelt man über Stuttgart. Heute geht es also um meine Top 5 Scans und das ist mir besonders wichtig, warum ich diese anwende. Man muss wissen, warum er etwas tut, sonst ist jede Technik zu Misserfolg verdammt, wenn einem die Philosophie dahinter nicht klar ist. Und es geht los. Der erste Scan, nicht müde lächeln, liebe Zuhörer, wer mich kennt, dann wissen Sie es bereits, aber hören Sie bitte dennoch zu. Der allerwichtigste Scan, den es auf dieser verdammten Trader-Welt gibt, ist das Beobachten der Aktien, die auf neue 52-Wochen-Hochs ausbrechen. Ich könnte einzig und allein mit diesem Scan Geld verdienen. Ich bräuchte keine anderen. Allein mit den Scans auf 52-Wochen-Hochs könnte ich mich wunderbar an der Börse schlagen. Und das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht. Ich habe diese Scan-Methodik entwickelt, als ich bei der Bundeswehr war. Ja, damals gab es noch Wehrdienst. Ich war bei der Bundeswehr, konnte von der Börse nicht lassen, hatte aber keine Zeit. Wenn man im Feld sitzt als Funker und darauf warten muss, einen Funkspruch abzulassen, dann hat man vielleicht abends mal die Zeit, die Börse zu scannen. Und da habe ich diese Methodik entwickelt, neue 52-Wochen-Hochs. Vielleicht mit ein bisschen Inspiration aus den Büchern von Nicolas Sabas, der sich ja auch auf neue Hochs fokussiert hat. Warum sind neue Hochs so wichtig? Und ich gehe jetzt auf www.traderfox.com. Ich öffne dort einen neuen Desktop, damit Sie mir gut folgen können. Jetzt öffne ich mal die Liste 52 Wochen Hochs, Deutschland Prime TF neues 52 Wochen Hoch. Deutschland Prime TF ist die Kursliste, die von TraderFox gepflegt wird und die aus unserer Sicht wichtigsten deutschen Aktien beinhaltet. Diese Kursliste, Deutschland Prime in Klammer TF, sollte Ihre Ausgangsbasis sein für eine systematische Überwachung des deutschen Marktes. Sie finden diese Kursliste übrigens, wenn Sie oben im Navigationsmenü auf Kursliste gehen und dann auf Deutschland Prime TF, dort ist die Kursliste ebenfalls hinterlegt. Ein neues 52 Wochen noch. Hat die angenehme Eigenschaft. Jede Aktie, die sich vervielfacht, geht zwangsläufig durch ihre 52 Wochen hoch. Wenn Sie eine Aktie haben, die sich verzehnfacht, die wird eigentlich jeden Tag Stammgast in genau diesem Screening sein. Keine Aktie kann von 10 auf 100 laufen, ohne dass sie Dauergast in diesem Scan ist. Was bedeutet, wenn ich täglich die Aktien beobachte, die neue 52-Wochen-Hochs machen, dann weiß ich zwangsläufig, was die Highflyer sind. Und ich fange an, dass ich hier Schlussfolgerungen ziehe. Ich schaue, welche Aktien machen 52-Wochen-Hochs. Und was steckt dahinter? Wie mache ich das? Ich sehe hier Zenit. Zenit geht auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Der nächste Schritt, Infobox. Infobox öffnen. Hier sehe ich die Umsatz- und Gewinnentwicklung der letzten Jahre, seit 2005 bis 2014.
Ich sehe die Umsatz- und Gewinnschätzung der nächsten 5 Jahre und ich komme sofort auf die Nachrichten. In meinem Fall von DPR AFX Pro, weil ich habe DPR AFX Pro abonniert. Was sehe ich hier in dieser Meldung? Zenit hat eine spezialisierte IT-Agentur oder ein IT-Beratungsunternehmen übernommen, das im Bereich Transformation Industrie 4.0 eine sehr hohe Kompetenz hat. Und das ist der Trend, der im deutschen Markt gerade gespielt wird. Industrie 4.0, die digitale Transformation von Industrieunternehmen zu Unternehmen, die an der Industrie 4.0 teilnehmen können. Also dass sämtliche Logistikprozesse hauptsächlich und Produktionsprozesse miteinander koordiniert sind, aufeinander abgestimmt und miteinander kommunizieren können. Auch mit den Zulieferern. Da wollen gerade alle Industrieunternehmen hin und Zenit hat eine Firma übernommen, die genau darauf spezialisiert ist. Und jetzt kommt es zu folgender Situation. Wir bei TraderFox sind Zenit Long. Wann haben wir gekauft? Ich glaube hier, gell? Ich glaube hier irgendwo. Wir sind Zenit Long. Warum sind wir Zenit Long? Weil die Aktie dort auf nahe 52 Wochenhochs ausgebrochen ist, weil wir dann anfangen konnten, nochmal zu recherchieren. Dort sind wir auf die Story aufmerksam geworden und darum haben wir hier gekauft. Ich zeige es Ihnen, sonst glauben Sie mir ja bestimmt nicht. Ich gehe auf traderfox.de, logge mich mal kurz ein in unser Depot, in das Depot der TraderFox Trading Sektion. Das Thema Industrie 4.0 ist bei uns ein strategischer Trend, das wir ganz gezielt spielen. So, jetzt auf Live-Trading-Sektion öffne dich. Hier, Zenit. Gewinn 13,9%, gekauft zu 18,80 €. KUKA, unser Top Play im Bereich Industrie 4.0, jetzt 23,7% vorne der Trade. Es läuft gut. Aber wir sind dabei wegen genau diesem Rechercheprozess. Und jetzt möchte ich Ihnen mal einen persönlichen Trade von mir zeigen, mit dem ich derzeit die höchsten Buchgewinne habe. S&P Schneider Neureither. Auch ein IT-Dienstleister, der diese digitale Transformation durchführt. Wo bin ich long? Aber die Frage lautet vielmehr, warum bin ich long und warum sind Sie es nicht? Ich möchte Ihnen beweisen, warum Sie nicht long sind, weil Sie einfach nicht diese Rechercheprozesse durchgeführt haben. S&P Schneider-Neureither bricht unter massivem Volumen. Ich mache mal dark, dann sieht man das besser. Hier sieht man diese Volumenbalken viel besser. S&P Schneider-Neureither bricht unter massivem Volumenzuwachs hier aus einer zweijährigen Konsolidierung nach oben aus und startet dann durch. Ich bin hier schon gut zweistellig im Plus und halte den Trade aktuell immer noch. Wie bin ich auf diese Aktie aufmerksam geworden? Ich habe verfolgt, welche Scans, welche Aktien auf neue 52 Wochenhochs gehen. Ich habe generell festgestellt, dass IT-Dienstleister gut performen. Eine All-for-One-Step. Eine Bechtle, IT-Dienstleister laufen. Dann schauen wir uns mal an. S&P Schneider-Neureither bricht auf ein neues 52-Wochen-Hoch aus. Ich lese die Nachrichten und was lese ich hier? 30.10. Umsatz in den ersten 9 Monaten um 84,1% gesteigert auf 41,4 Millionen. EBIT-Marge, EBITDA-Marge auf 11,3% verdoppelt. Die EBIT-Marge, operative Gewinnmarge, verdreifacht. Ergebnisanstieg um 600%. Bei S&P läuft offenbar das Geschäft. Und wie bin ich dazu gekommen, diese Nachricht zu lesen? Wie gesagt, ich habe diesen Screener beobachtet. Ich habe den Chart gesehen, massives Kaufsignal aus einer zweijährigen Konsolidierung und dann zieht es so richtig nach oben durch.
Ich habe folgedessen die Nachrichten durchgelesen, habe begriffen, was fundamental dahinter steckt und habe nicht gezögert und habe gekauft. Und jetzt frage ich bitte Sie alle im Chat, wer gibt es zu? Wer gibt es zu, dass man eigentlich diesen massiven Breakout aus einer zweijährigen Konsolidierung, wenn man dann diese Zahlen liest, dass man diesen Break eigentlich kauft, wenn man denn von dieser Situation erfährt? Und hier merken Sie vielleicht, warum man dieses Scans machen muss. Nur so wird man auf die Aktien aufmerksam, die gespielt werden. Nur so erfährt man potenzielle Neubewertungsprozesse. Darum seien Sie fleißig. Schauen Sie jeden Tag an, welche Aktien auf neue 52-Wochen-Hochs ausbrechen. Das ist der erste Garant auf Ihrem Weg zum Erfolg. Ich zeige mal nochmal, wie das geht. Gehen Sie auf Scans, gehen Sie auf 52-Wochen-Hochs, gehen Sie auf Deutschland Prime TraderFox, heute neues 52-Wochen-Hoch, und schon bekommen Sie diese Aktien aus der Kursliste Deutschland Prime TF, die von uns gepflegt wird, die alle wichtigen deutschen Aktien aus unserer Sicht beinhaltet, bekommen Sie auf dem Tablett serviert. Eine perfekte Ausgangsbasis, um mit der systematischen Marktüberwachung anzufangen. Machen wir weiter. Was ist der zweite wichtige Scan, den man als Trader unbedingt durchführen muss? Es handelt sich um Trendstärke und Momentum. Ich öffne jetzt mal die Kursliste Deutschland Prime TraderFox, die unsere Ausgangsbasis für die Überwachung des deutschen Marktes ist. Dann füge ich dort hinzu den RSL 65. Ich füge hinzu den RSL 130. Und ich füge hinzu den TS, den Trendstärkeindikator. Und ich füge hinzu die Performance 6 Monate. Dann optimiere ich die Tabelle, damit ich das Ganze übersichtlich beobachten kann. Jetzt kann ich meine Aktien sortieren. Absteigen nach dem RSL 65, absteigen nach dem RSL 130, absteigen nach der Trendstärke, absteigen nach der Performance 6 Monate oder absteigen nach der Performance 1 Monate. Es geht mir darum, die Aktien zu finden, die gerade mit der höchsten Trendstärke nach oben laufen. Die Trendstärke ist ein Indikator, der die Steigung des GD100 mit der Steigung, mit der prozentualen Steigung des GD10 zusammen addiert. Noch gewichtet mit einem kleinen Gewichtungsfaktor zugunsten des GD100. Was bekomme ich hier? Ich bekomme die Aktien, die mit ganzer Kraft nach oben streben. Eine Hypoport, eine SMA Solar, eine, ich mache mal die Charts rein, damit Sie diese wunderbaren Aufwärtstrends verfolgen können. Eine All for One Step, auch ein IT-Dienstleister. Eine GFT, auch ein IT-Dienstleister. Eine Kränke Leasing, eine Lotto 24, eine ATVA. Alle diese Aktien streben wunderbar nach oben und der Trendstärke-Indikator zeigt uns das. Warum lohnt es sich, auf die trendstarken Aktien zu achten? Ganz einfach, weil dort eigentlich alles besser funktioniert. Trendstarke Aktien tendieren dazu, aus klassischen charttechnischen Trendfortsetzungsformationen mit viel höheren Trefferquoten, mit viel höherer Dynamik auszubrechen. Schauen wir uns doch mal Hypoport an. Hier, schöner Aufwärtstrend, klassische Konsolidierung, dann hier die impulsive Trendfortsetzung mit extrem hohen Handelsvolumen. Klappt, kann man handeln. Dann hier nächste Kaufchance, starker Trend. Seitliche Konsolidierung. Seitliche Konsolidierung. Moment, ich versuche es zu visualisieren. Seitliche Konsolidierung. Hier klassische Trendfortsetzung. Nächster Rallye-Schub. Auch hier seitliche Konsolidierung.
dann Break nach oben und nächster Rally Schub. Diese klassische Charttechnik, die sich zusammensetzt aus Trendschüben, aus Konsolidierungen und aus Breakout-Bewegungen, die funktioniert am besten bei trendstarken Aktien. Und darum mein Tipp, gehen Sie diese trendstärksten Aktien, gehen Sie die bitte wirklich jeden Tag einmal durch, schauen Sie sich die wichtigsten Charts an, gucken Sie nach Konsolidierungen, schauen Sie nach Trendfortsetzungsformationen und dann können Sie diese ganz gezielt handeln. Schauen Sie auf jeden Fall den Trendstärkeindikator an, schauen Sie den RSL 65 an. Hier haben wir, der entsteht durch den Quotient, aktueller Kurs durch GD65 und zeigt auch sehr schön Aktien mit Aufwärtsdrang, mit Aufwärtsmomentum. Hier, Krammer auf kurzfristiger Ebene jetzt enormer Aufwärtsdrang entwickelt. Dürfte weiterlaufen, denke ich. Und beobachten Sie die Performance einen Monat. Wenn Sie diese Scans regelmäßig durchführen, dann haben Sie auf jeden Fall alle trendstarken Aktien, die es am deutschen Aktienmarkt gibt, haben Sie im Fokus. Kann nichts mehr schiefgehen. Dann handeln Sie dort charttechnische Trendfortsetzungsformationen und forschen Sie nach, was hinter diesen Neubewertungsprozessen steckt, die hier eventuell stattfinden können. Schauen Sie sich die Infobox an, schauen Sie sich Börsenwert an, Umsatzgewinnentwicklung, die Prognosen für die nächsten Jahre. Und lesen Sie die nächsten Nachrichten, dann wird Ihr Gehirn, den Rest kann man, Ihr Gehirn wird diese Informationen gut verarbeiten und irgendwann entwickeln Sie das, was man als Trader auch Intuition nennt. Intuition im Bereich Trading bedeutet, dass man Erfahrungswerte hat, um aus einer gegebenen Chart-Situation in Kombination mit den Fundamentaldaten, mit der Nachrichtenlage, sehr präzise abschätzen kann, in welche Richtung es weitergehen wird. Das ist Intuition im Trading-Bereich. Trendstärke ist Pflicht, diese Scans zu beobachten. Der Scan Nummer 3, und jetzt wird es spannend, passen Sie bitte gut auf. Volumentrend. Volumentrends sind wichtig. Welche Aktien werden akkumuliert? Bei welchen Aktien gibt es Kaufvolumen? Bei welchen Aktien gibt es auffällige Volumenaktivität? Wie geht das? Ich gehe auf Kursliste, ich öffne die Kursliste Deutschland Prime TF. Ich öffne den Indikator ganz unten. VT eine Woche durch 10 Wochen. Bedeutet Volumentrend eine Woche durch 10 Wochen. Und ich öffne den Indikator VT2W. Strich 10W bedeutet Volumentrend 2 Wochen durch 10 Wochen. Und ich sortiere jetzt absteigend nach dem Volumentrend eine Woche durch 10 Wochen. Das bedeutet, wir nehmen das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten Woche und teilen es durch das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 10 Wochen. Wir bekommen einen Quotienten raus, der folgendes bedeutet. Je höher dieser Volumentrend ist, desto höher ist die Umsatzaktivität in der letzten Woche gegenüber dem, wie er in den letzten 10 Wochen war. Eigentlich ganz einfach. Je höher diese Zahl, desto höher ist die kurzfristige Volumenaktivität. Und dann können wir auch hier anfangen nachzuforschen. Wir können uns zum Beispiel mal Mobotix anschauen. Wie machen wir das? Rechte Maustaste auf Mobotix. Infobox anzeigen. Wir sehen, diese Firma hat eine glorreiche Vergangenheit, hat mit Nettogewinnmargen von, wie viel ist das, 15% im Kopf überschlagen gearbeitet und hat jetzt vor, wann war das? Am 9.11. hier, am 9.11. hat Mobotix erst einmal sehr gute Zahlen gemeldet. Diese Stagnationsphase von letztem Jahr scheint vorbei zu sein. Dividendenausschüttung auf 50 Cent je Aktie. Dann kamen hier noch die Terroranschläge von Paris und das hat zu diesem Anstieg geführt. Warum? Mobotix verkauft hochauflösende und netzwerkbasierte Überwachungssysteme.
Sie können die Kameras installieren, die kommunizieren in Echtzeit mit einem Computernetzwerk über WLAN zum Beispiel. Und dann können alle Daten in Echtzeit beobachtet und ausgewertet werden. Robotics. Vielleicht wird wegen der Terroranschläge die Nachfrage nach solchen Sicherheitslösungen deutlich steigen. Aber wie finden Sie solche Aktien? Sie sehen hier den ganz klaren Akzent, das ganz klare Signal. Es gibt bei Robotics eine erhöhte Volumenaktivität und dann können Sie nachforschen, was dahinter steckt. Data Group wird auch angezeigt mit hier einer höheren Volumenaktivität. Können Sie auch anfangen nachzuforschen, was dahinter steckt? Was haben wir hier? Sehr gute vorläufige Geschäftszahlen. Jetzt möchte ich Ihnen einmal ein super Beispiel zeigen, warum Handelsvolumen so extrem wertvoll ist. Warum es extrem wichtig ist, diejenigen Aktien zu kennen, die akkumuliert werden, vor allem in folgender Situation. Ich habe hier den Chart von ATVA und zeige Ihnen mal ein Trade von mir aus dem letzten Jahr, wo genau das passiert ist hier. Erkennen Sie es? Ich mache wieder schwarz, damit man die Volumenbalken besser sieht. Folgende Situation. ATVA ist in einem hohen Aufwärtstrend. Kann Ihnen gar nicht entgehen, wenn Sie die ersten beiden Scanner neue 52-Wochen-Hochs und Trendstärke regelmäßig verfolgen. ATVA ist in einem starken Aufwärtstrend. Der DAX war schwach, der Gesamtmarkt hat korrigiert. Und dann passiert Folgendes. ATVA zieht nach oben durch auf neue Hochs und das Volumen springt aggressiv an in einem fallenden Markt. Und liebe Trader, alle Stifte rausholen und jetzt bitte mitschreiben. Es gibt für Trendfolge-Trader eigentlich kein klareres und besseres Kaufsignal, wie wenn Folgendes passiert. Wir haben eine trendstarke Aktie in einer seitlichen Konsolidierung. Der Gesamtmarkt ist schwach. Und mittendrin im schwachen Gesamtmarkt zieht die Aktie auf einmal an und das Handelsvolumen springt ebenfalls auf einmal enorm an und die Aktie macht neue Hochs. Diese Kombination ist ein Kaufsignal allererster Güte, das ich eigentlich immer kaufe, dem ich eigentlich immer folge, wenn genau diese Situation eintritt. Darum Volumentrend extrem wichtig, extrem sinnvoll. Man muss den Markt kennen, in dem man investiert. Man muss die Aktien kennen, die in Aufwärtstrends drin sind. Jetzt zeige ich Ihnen eine TraderFox-Entwicklung, die bei Ihnen, so weiß zu mir, bei mir zumindest, für Begeisterung gesorgt hat. Ich gehe auf Scans. Ich gehe auf Aufwärtstrends, Abwärtstrend. Ich gehe auf Deutschland Prime TF, Aufwärtstrends im Jahreschart. Jetzt erweitere ich diese Liste noch mit einer Spalte. Mit der Spalte Scans, Signale, Trend. Und jetzt sehe ich sofort. Ich sehe die Aktien, die in einem Aufwärtstrend drin sind. Und ich sehe hier, seit wie vielen Tagen sie es bereits sind. Krones ist seit 735 Tagen im Aufwärtstrend. GFT ist seit 729 Tagen im Aufwärtstrend. Hypoport ist seit 520 Tagen im Aufwärtstrend. ATVA ist seit 186 Tagen im Aufwärtstrend. Jetzt gucken wir mal, welche Aktien erst neuerdings in den Aufwärtstrend eingetreten sind. Symrise ist seit 3 Tagen wieder in einer langfristigen Aufwärtstrendstruktur. Wie wird eine langfristige Aufwärtstrendstruktur definiert? Ein Aufwärtstrend kann nur dann vorliegen, wenn wir 52 Wochen hoch und 52 Wochen tief betrachten und jüngst wurde ein 52 Wochen hoch markiert. Dann muss der GD50 über dem GD200 liegen, dann liegt eine Aufwärtstrendstruktur vor. Und für Anfänger gilt folgende Regel. Für Trader Neulinge gilt folgende Regel. Es macht Sinn, liebe Trader, dass Sie sich auf diese Aktien konzentrieren,
die im Jahreschart in einer Aufwärtstrendstruktur drin sind. Es gibt so viele Aktien am Markt, aber bitte, wenn Sie Trader-Neuling sind, handeln Sie nur die Aktien long, die in Ihrem Jahreschart eine Aufwärtstrendstruktur haben. Sie machen sich dadurch das Leben enorm leichter. Die Kräfte wirken in Ihre Richtung, wenn Sie sich auf diese Aktien konzentrieren. Also am besten auch mitschreiben, wenn ich Trader-Neuling bin, erst einmal bei Long Trades die Aktien vorknüpfen, die eine aufwärtsgerichtete Trendstruktur haben. Hat auch den Vorteil, wenn der Markt crasht, dann sind hier einfach immer weniger Aktien drin. Dann werden sie gar nicht in Versuchung geführt. Dann haben sie deutlich weniger Aktien, die Aufwärtstrendstrukturen aufweisen. Also, wir machen diesen Scan, weil wir wissen wollen, welche Aktien sich in Aufwärtstrend bewegen, ist Pflichtwissen, und weil es sich für Trader-Neulinge auf jeden Fall anbietet, sich in trendstarke, nach oben gerichtete Aufwärtstrendstrukturen zu orientieren im Jahreschart. Kommen wir nun zum Scan Nummer 5. Der Scan heißt Anlage und Zukunftstrends. Mich interessiert, welche Trends werden am Aktienmarkt gerade gespielt? Welche neue Branchen entdecken das Licht der Welt? Ich gehe auf Scans, ich gehe auf Anlagetrends, ich gehe auf 52 Wochen Hochs in den letzten 3 Tagen. Und jetzt habe ich folgende Tabelle. Ich sehe, welche Aktien neue 52 Wochen Hochs gemacht haben und dann bei welchem Trend diese Firmen aktiv sind. Und das macht folgenden Sinn. Sie werden sehr schnell merken, dass bestimmte Trends eigentlich immer kombiniert gespielt werden und dass es sich genau lohnt, dann dabei zu sein. Ich markiere hier zum Beispiel mal alle Aktien, die in der Fintech-Branche aktiv sind. Fintech. Ich kann eine Aktie markieren, indem ich auf die WKN klicke. Total Systems. Vantive, Bottomline Technologies, Heartland Payment, SEI, Hypoport ist ja auch ein Fintech-Wert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Aktien aus dem Bereich Fintech haben zuletzt neue 52 Wochen Hochs ausgelöst. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass der Trend Fintech zum einen gespielt wird und zum anderen, dass hier die fundamentale Situation hervorragend unterm Strich sein sollte. Das ist ja ein starker Hinweis. Und diese Sache, die ist war auch schon vor 3 Monaten. Auch vor 3 Monaten haben Fintech-Aktien ständig neue Hochs gemacht. Wenn Sie dann ein doppeltes Signal haben, ich fasse nochmal zusammen. Sie beobachten zum Beispiel, dass eine Hypoport auf neue 52 Wochen Hochs geht. Dass Hypoport zu den trendstärksten Aktien gehört. Sie beobachten, dass der Ausbruch aus der Konsolidierung bei Hypoport mit einem steigenden Volumentrend verbunden ist. Und Sie beobachten auch noch, dass Hypoport in dem Bereich Fintech mitspielt, in dem Trend Fintech. Dann haben Sie ganz viele Indizien dafür, dass sich hier ein Trend vorgedreht anbieten würde. Und dieses kombinierte Auftreten von Trends hatten wir ganz massiv. Wir hatten ja jetzt ständig IT-Dienstleister, die neue 52 Wochen Hochs gemacht haben. Wir hatten Industrie 4.0 Aktien, die neue 52 Wochen Hochs gemacht haben. Vor 2 Monaten wurde Cyber Security nochmal gespielt. Vor einem Jahr wurden die China Internet Stocks gespielt. Alle China-Aktien wurden ja gehypt ohne Ende hier. Wenn Sie übrigens herausfinden wollen, welche Aktien es im Bereich China Internet Stocks an der Nasdaq gibt, dann geht das folgendermaßen. Gehen Sie links oben auf den Explorer, gehen Sie auf Anlagetrends, gehen Sie auf Anlagetrends, gehen Sie an China Internet Stocks an den US-Börsen und öffnen Sie dann diese Kursliste mit China Internet Stocks. Jetzt haben Sie alle chinesischen Internetaktien
oder alle sollten es sein, vielleicht fehlen eine oder zwei, aber ich denke, es sind alle, die an den US-Börsen gelistet sind. China Internet Stocks an den US-Börsen. Dann machen Sie Folgendes, hauen Sie das Trend-Template drüber, Status-Scan, Uptrend, machen Sie die Filterung, Sie wollen nur die Aktie haben mit einem Aufwärtstrend und alle anderen brauchen Sie erst einmal gar nicht anzuschauen. Wenn Sie das Trendthema China Internet Stocks an den US-Börsen spielen wollen, dann konzentrieren Sie sich auch hier bitte auf diese Aktien mit steigenden Aufwärtstrendstrukturen. Die, die in Abwärtstrendstrukturen drin sind, warten Sie. Wir machen heute ein Webinar für Trader. Als Trader muss man nicht in Abwärtstrendstrukturen investieren. Also, das systematische Verfolgen von Anlage- und Zukunftstrends ist ein Top-Scan, den Sie auch jeden Tag durchführen sollten. Jetzt kommen wir zu einer Top-Trading-Routine, die ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen kann. Ich sage Ihnen mal, wie wir dazu gekommen sind. Wir bei TraderFox haben ja jetzt unsere TraderFox-Indizes entwickelt und haben da sehr viel gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass eine bestimmte Gewichtung von Faktoren, Faktoren sind stabiles Umsatzwachstum, hohe Nettogewinnmarge, hohe Eigenkapitalrendite, gesunde Bilanz, dass eine solche Kombination von Faktoren zu einem deutlich besseren Chance-Risikoprofil führt. Sie sehen das hier beim High Quality Alpha Selection Index. Dieser Index hat im Backtest des Regelwerks, des Portfolio-Regelwerks, eine jährliche Rendite von 16% gebracht, bei einem Drawdown von nur 38%. Der S&P 500 als Referenzindex hat einen Drawdown gehabt von minus 55%. Das heißt, wir haben hier eine bessere Rendite und ein geringeres Risiko. Und dieses gute Chance-Risiko-Profil haben unsere Forschungen gezeigt. Das wird inzwischen übrigens auch in wissenschaftlicher Literatur bestätigt. Wir sind nicht die Einzigen, die das erkannt haben. Das haben auch sehr viele wissenschaftliche Arbeiten in den letzten 2, 3 Jahren erkannt. Wir sind aber vermutlich die Ersten, die es so schnell in die Praxis umgesetzt haben. Das heißt, wir haben hier eine Kombination von Aktienfaktoren, die ausgesprochen gut zur Aktienanlage geeignet ist. Und jetzt mein Tipp auch wieder für Trader-Neulinge. Wenn Sie Neuling sind, dann handeln Sie bitte in Qualitätsaktien, weil ich weiß doch, wie meine Trader-Freunde sind. Ich kenne das vom Messen. Ich weiß, wie Trader-Neulinge sind. Das mit dem Risk-Management, das klappt einfach nicht so richtig. Kann man tun, was man will. Die Leute traden Aktien, gehen Trades ein, denken, sie sind Trader. Ein Trade geht schief und auf einmal sind sie Investoren. So sind die Leute. Ich kann da argumentativ auch gleich dagegen ankommen. Für all jene, die bei diesem Szenario sich selbst auch darin wiedererkennen, folgender Tipp. Dann handeln Sie doch bitte charttechnische Breakouts einfach in Qualitätsaktien. Gehen Sie zum Beispiel auf die TraderFox Specialist High Quality Stocks und sagen sich, Sie handeln wirklich die Breakout-Bewegungen nur in den besten Firmen der Welt. Sie schauen sich hier an, wo wir Trendstärke haben. Trendstärke. Sie sortieren diese Liste nach Trendstärke. Sie gehen das regelmäßig durch, schauen nach charttechnischen Ausbrüchen. Wir hatten im Trading Service bei TraderFox hier bei Hormel Foods den Breakout drin. Sehen Sie das? Das ist ein charttechnischer Ausbruch in einem High-Quality-Stock. Hier genauso. Sehen Sie das? Breakout, auch mustergültiger Breakout. Breakout, Breakout, Breakout. Und jetzt haben wir hier eine sehr schöne Kombination. In dieser Kursliste sind wöchentlich aktualisiert die besten Aktien der Welt drin. Nach dieser Kombination der Kriterien, die wir im Aktienmagazin auch ausführlich erläutern. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie die besten Qualitätsaktien der Welt nach Trendstärke sortieren und dann dort die charttechnischen Ausbrüche handeln,
dann haben Sie selbst für Ihr Trading ein wirklich sehr gutes Chance-Risikoprofil. Weil wenn Sie zu den Tradern gehören, die es nicht hinbekommen, ein Stop-Loss, nee, Stop-Loss ist ja auch doof, ein Risk-Management konsequent durchzuziehen, dann haben Sie bei diesen Aktien zumindest die Chance, dass die Zeit auf Ihrer Seite ist und die Wunden heilt. Diese Liste wird übrigens ausführlich jede Woche vorgestellt im Aktienmagazin. Ich möchte Ihnen das einmal zeigen, damit Sie auch wissen, wie diese Kurslisten zustande gekommen sind. Wir haben das nicht ausgewürfelt, sondern dahinter steckt ein ausgeklügeltes, softwaregestütztes Screening-System, das wir über einen sehr langen Zeitraum entwickelt haben. So, ich hoffe, ich komme jetzt an das Magazin hier ran. Die Internetverbindung scheint leicht problematisch zu sein. Hier. Ich öffne hier mal die letzte Ausgabe des Aktienmagazins. Hat hier einen Download gemacht. Oh ja, der Download läuft gerade. Dann zeige ich Ihnen, wie diese Kurslisten, die Sie hier finden bei Kurslisten, bei TraderFox Specialists, wie die zustande kommen. So, noch 12 Sekunden. Oder noch 2,5 Gigabyte, Megabyte. Noch 1,5. Noch 0,2. Und da ist es. Hier. Das Aktienmagazin. Mit diesem Magazin rollen wir gerade die Investmentszene auf. Aktienmagazin über systematisches Investieren. Diese Woche startet übrigens unser Realgeld-Investment-Depot. Wir investieren eigenes TraderFox-Firmengeld in unsere qualitätsbasierten Anlagekonzepte. Und hier in diesem Aktienmagazin gibt es jede Woche die sogenannten Leaderboards. Die Leaderboards sind softwaregestützte Screening-Mechanismen. Wir suchen hier zum Beispiel, wie angesprochen, die High-Quality-Stocks. Das genaue Regelwerk können Sie hier übrigens nachlesen. Das ist hier drin. Und dann haben wir ein Ranking der High-Quality-Stocks. Und diese Hormel Foods ist auf Rang 18. Also nach unserem Qualitätsranking den USA auf Rang Nummer 18 der qualitativ hochwertigsten Firmen, die es derzeit in den USA gibt, nach unserem Regelwerk. Und jetzt einfach der Tipp. Als Trader-Neuling konzentrieren Sie Ihr Trading, bitte Ihr Breakout-Trading, auf die qualitativ besten Firmen der USA. Probieren Sie es. Haben Sie ein viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis dahinter, als wenn Sie irgendwelche hochvolatilen, hochbewerteten Wachstumsaktien handeln, wo einfach die Bewertung schon viel zu hoch weit fortgeschritten ist. Das war mein Tipp für Factor-Based Investing, für Factor-Based Trading. Kombinieren Sie ausgewählte fundamentale Faktoren, nehmen Sie die als Universum, nehmen Sie Aktien mit ausgewählten fundamentalen Faktoren als Aktienuniversum, und handeln Sie dann dort gezielt die charttechnischen Ausbrüche. Zuletzt noch der Hinweis, wir haben ein super Kombi-Angebot, wenn Sie von TraderFox das Magazin wollen, plus die Software, plus die Live-Trading-Sektion, dann können Sie im Jahr 348 Euro sparen mit unserem Kombi-Paket. Ich stelle den Link hier gleich noch in den Chat. So, das war es von meiner Seite. Ich eröffne gleich die Fragerunde. Bedanke Sie mich, dass Sie heute Abend dabei waren und stoppe jetzt die Aufzeichnung, aber bleiben Sie gerne noch da. Ich mache jetzt noch eine kleine Fragerunde.